Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Projekt. Ich habe zwei Leute dabei. Ihr kennt den Spot wahrscheinlich schon. Verlinke ich Shelter-Video. Aber egal, das geht da nicht rum. Wir bauen heute ein Shelter, wo drei Leute reinpassen können. Ich habe Mana dabei und Sortes dabei. Let's do it. Hi, Leute. Guten Tag. Jetzt probieren wir die Werkzeuge aus. Hier, die haben wir jetzt geholt für den Preis. 37 Euro circa. Andi, die Schaufel. Jawohl, ja. Sortes. Wir haben drei Sägen geholt, weil wir dann einfach viel produktiver arbeiten können. Und könnt ihr damit was anfangen? Das sehen wir dann, ne? Ich bin mal gespannt. Jetzt so, ich sag mal, so ein billig Survival mit den einfachsten, günstigsten Mitteln. Ich bin auf jeden Fall hierauf gespannt. Damit muss ich als Kind immer sägen. Ich werde das Bier kühlen. Was ich schon merke, ist, man muss schon sehr aufpassen, weil die könnten halt einfach kaputt knicken, dann hast du keine Säge mehr. Die Säge ist gut, aber für so dickere Sachen braucht man gleich doch lieber die andere. Okay. Super. Jetzt hier. Und da muss das rein, in diese Astgabel. Und drei, zwei, eins. Ja. So, und so sieht das aus. Wir packen das jetzt hier zwischen den Baum. Super, Jungs. Ja, perfekt. Das hält was aus. So, nächster Baum hier. Den brauchen wir. Und wenn jetzt ein Sturm kommt, dass er nicht auf uns fällt. Sortes ist dabei, den Baum hier zu seiner Richtung zu drehen, dass er nicht dann auf unsere Sachen fällt. Wo ist denn das Seil? Da, ich sehe es. Ab ihm. Vorsicht. Geil. Ja, es geht voran. Und jetzt. Siehst du? Perfekt. Okay, einmal anhören. Ja. Perfekt. Ja, ein bisschen noch da, immer noch mal an. So, so ist geil. Ah, oh, das sieht doch super aus. Stopp, weiter, also noch ein bisschen. Jawohl, so ist gut. Hier nochmal, jetzt nutzen wir diese Säge. Mal gucken, wie gut die ist. Ah, zum Messen. Machen wir eine Markierung. Oh, ich bin gut, Mann! Das ist ja sechsmal schneller. Richtig geil, oder? Alter, gutes Ding. Ich buddel schon mal. Ach so, vergesst nicht, Sortes hat ein Video über das hier gemacht. Hier ist echt gut, Mann. Ja, das ist halt das mit der Spitzhacke. Ja. Ich sag dir, du kommst im Wald, kommst nicht tief. Kommt dran, was für ein Boden du hast. Mach ich doch. Hier wird jetzt unser Stockhaufen. Wir packen erstmal alles hin, was wir so haben. Und dann da schauen wir, was wir damit machen können.
und Zeitraffer für euch. Sortis macht jetzt mit naturelle Seile, die sind so ein Jahr abbaubar, alles gut, tipptopp, verbindet er jetzt alle kleine Äste an den Hauptstamm, dass es jetzt auch wirklich stabil ist und nicht auf unser Kopf fällt. Sieht eigentlich schon sehr geil aus. Schau mal, das hat alles jetzt Andi geholt. Richtig geil. Hat sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt geht's weiter. Die Gabel hatten wir auch noch. Sehr hilfreich, vielen Dank. Ja. Segelnattiges Hammermischer. Ja, voll. Guck mal, früher. Ach, guck mal, wie lang die Essen sind, einfach, Mann. Ja. Ich denke da auch so, ne, mit diesen 20 Euro. Kannst die geilsten Essen einfach ablegen, Mann. Ja, voll. Du kannst richtig fetten Baum einfach rot. Ja, wenn, da so ein wenn da so ein Baum liegt. Du kannst einfach easy alles, was du in der Luft hängst. Ah, komm mal, Krampf! Ich kann die nicht mehr bewegen! Schaut mal, ich habe einen Krampf bekommen! Ich krieg die Herde nicht mehr weg! Ohne Scheiß, Mann! Ah! Ja, ne, was geht, ja? Alter, mich da? Das ist gar nicht. Oh. Alter. Nee, du musst es abnehmen. Aber die Gabel hier, ne? Das kann einfach brechen, dann haben wir Pech. Ja. Jungs! Schön! Sehr geil! So sieht es jetzt schon aus. Wir haben neue Gabel gefunden. Die wird jetzt erstmal in der Mitte reingepackt, weil das wiegt halt schon, man spürt die Spannung, wenn man das Holz berührt. Oh, sie so ein Kriegsengel, Alter. Also wenn ihr wissen wollt, was ihr zu Hause niemals, wirklich niemals nachmachen sollt, dann schaut genau zu. Denn das sollt ihr niemals nachmachen. Ich bin stolz auf den Jungs. Vielen Dank. Jo. Greifarm. Ziehen. Seil. Ich hole es. So, die Idee ist jetzt, dass wir die Stöcker hier zwischen reinpacken. We'll be right back.
Ich hab mir gedacht, boah, brauch den besten Stock. Hier ist er. Guck mal, was Sorte schon gemacht hat. Die nächste Wand. Hammer! Gut aus, ja. Schaut mal, haben wir alles hingeschmissen. Von dort unten ist es alles leer schon fast. Und da ist der Camp. Das müssen wir jetzt erstmal alles dorthin bringen. Schaut mal! So sieht es jetzt aus. Wirklich, das ist so schön, sowas zu haben. Einfach, um das einfach mit Leuten zu teilen. Andi holt jetzt erstmal ein bisschen noch für den Dach was. Und Sortes und ich, wir machen erstmal hier die Wände weiter. Wow! Alter, das ist doch mal ein schönes Teil hier. Hammer. Bei jedem einzelnen Baum bedanken, wirklich. Das ist wichtig, ja. Vielen, vielen Dank für den Regenschutz. Ja, für den Kameramann, ich hab frische Luft. Jo. Richtig gute Dachabdecker, ne? Was kriegst du nicht einfach mal gerade bei Hammer? Noch nie einen geileren Shelter mit den Jungs gebaut. Wir haben schon zwei ausprobiert, immer nicht gescheitert. Und das ist jetzt der beste Shelter. Und da kommt unser Bier gleich rein und unsere schöne Getränke. It's break time. Cook some coffee. Ja. Drink it. Du bist der Kaffeehändler. Get energy. Wir lassen nur 5,95 Euro pro Tasse. Wir lassen uns das gut gehen. Die nächste Astgabel wird reingemacht. Alter, das wiegt zu viel. Wir probieren es zusammen jetzt aus. 3, 2, 1. Perfekt. Hier wackelt nichts. Das ist wirklich so gut gebaut für uns. Ja, und davon brauchen wir jetzt noch mehr, ne? Heute können wir auch ankommen, ne? Oben war ich, damit wir eine gute Kameraperspektive haben. Ja, das ist unser Ausguck da oben. Ist es jetzt dunkel, die Jungs sind gerade drin und bauen noch weiter auf. Sortes hat sich hier richtig schön luxusmäßig hier eine Hängematte aufgebaut. Ich zeig das euch mal zu dieser Richtung. Dann seht ihr mehr, ne? Ich bin froh, dass ich jetzt schlafen kann heute Abend. Also ich bin sozusagen die Tür hier, weil hier ist der Ausgang. Und ansonsten haben wir es schon gut abgedichtet, wie ihr seht. Ne? Andi, leuchte mal hier. Seht ihr das? Das sieht man gut. Wir haben schon schöne Wände hier. Und Andi hat hier halt für uns hier schön einen Ofen gemacht. Da kommt dann eine wunderschöne, habe ich euch noch nicht gesagt. Wir essen gleich schön eine Haxe und da wird das schön warm gemacht. Wenn wir Brennholz haben, dann kann der Meister hier kann sein Feuer machen. Und damit schrecken wir die Mücken ab, denn die sind richtig ätzend, Alter. Schon wieder eine hier. So, ich werde jetzt das Feuer für die Jungs anmachen. Dann sammeln wir erstmal viel Kohle. Und mit der Kohle dann können wir irgendwann die Haxe dann warm machen. Jetzt können sich die Knochen, die Muskeln schon ein bisschen ausruhen hier, ne? Das ist auch richtig schöner Geruch. Und vielleicht eine Haxe. Schön Fleisch reinbeißen, Alter. Ihr glaubt einfach nicht, wie schön das ist.
wenn man irgendwie 8-9 Stunden nur arbeitet, schleppt und dann so ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen bekommt. Das ist ja, ich freue mich hardcore drauf. Schaut mal, die Haxe ist fast fertig und da liegt einfach so ein riesen Knochen. Und schön, dass ihr schon, dass ihr immer noch dran seid. Es wird auf jeden Fall gleich weitergehen. Es wird bald hell und okay, wir haben 0 Uhr gerade. Ja. Oder 12 Uhr, aber na, bei euch geht es ja ganz schnell. Schön. Das Essen ist fertig. Damen und Herren, wir haben es geschafft. Der Knochen kriegt das Wilde von draußen. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Weicher. Mhm. Weicher. Richtig gut. Ihr müsst wissen, das kommt nicht aus der Küche, das kommt schon aus so einem Feuerstein gebauter Ofen raus. Ne? Kommt das Essen raus. Das ist halt Qualität. Ne? Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Ne? Aus dem Feuer gemacht. Hammer. Wir genießen das Feuer, wie ihr das kennt, wenn ihr das selbst macht. Ne? Mhm. Einfach das Feuer angucken, noch ein paar Minuten. Morgen oder heute Nacht? Gute Nacht! Schlaft schön! Guten Morgen! Grüß Gott! Guten Morgen! So. Ja, alles überwunden. Voll heftig. Deswegen, ich suche mir jetzt erstmal einen Fluss und wasche die Hand, die ist so extrem kaputt. Schaut mal, ich habe ein bisschen was zum Essen gefunden. Aber Wasser habe ich noch nicht gefunden. Boah, guck mal. Ich habe Brombeeren gefunden. Die sind schon mal sehr schön. Pflück ich erstmal mit ein paar ab. Ich habe jetzt mal spitzwegerig gesammelt. Ja, die Wunde, meine Hand ist einfach so kaputt. Überall so Macken. Ich kau das jetzt erstmal und lege das hier schon drauf. Mit einem Pflaster rüber, dann heilt die Wunde sich besser. Müsste dann reichen. Dann kann man wieder weiterarbeiten. Einzige Verletzung, die ich habe bei diesem ganzen Bau, ist, weil ich aus dem Schlafsack gefallen bin, so wupp, und unten eine Säge lag, so pff, und ich da reingepackt habe. Das war das Einzige. Ja, alles Mückenstiche. Und was hat der Shelter jetzt uns gekostet hier? Schweiß, Blut, Muskelkraft, Tränen auch. Krass. Und 37 Euro. 37 Euro. Wir haben eigentlich nur die große Säge da, die Bügelsäge. Ja. Zwei Mann in keinem Plan, ob das ein Fuchsschwanz sein soll. So eine Säge. Im Prinzip hätten wir aber auf eine Fuchsschwanz scheißen können. So, Andi meint, wir könnten auf eine Fuchsschwanz, sozusagen auf eine Säge verzichten. Haben wir schon mal 3-4 Euro. Wir haben nicht einmal bis jetzt alle 3 Sägen genannt gehabt. Hm, stimmt, ja. Oh, also ich bin schon zufrieden. Ich meine, wir haben das Dach einigermaßen dicht gekriegt. Ich weiß nicht, ob man es von hier aus sieht. Wenn es jetzt doll regnet, klar, haben wir keinen Schutz. Aber wenn wir da noch ein bisschen Zeit reinstecken. Dann das Fenster, ne? Ja, genau, das soll unser Fenster sein. Ja, und dann hier die Tür. Ja, die Tür habe ich gedacht, vielleicht ein Tarnschild. Gut. Stimmt, so ein Tarnschild bauen. Ja. Ja, richtig gut. Wir können noch eins bauen gleich. Sortes macht jetzt für uns eine Tür für den Eingang. Es wird auf jeden Fall noch vieles passieren. Ja. Lecker. Und Glückwein! Ne? Wow, der hat sich nochmal gewehrt, Alter. Wir gehen wirklich wie beim Tower nach vorne. Okay. Vorsicht, Andi! Das ist die Tür, was Sortes jetzt hier baut mit Andi. Sieht eigentlich schon sehr gut aus. Ein paar Knoten schon mal ran. Hier habe ich jetzt nochmal so eine Astgabel rangebaut, weil meine Idee ist, dass wir hier am Eingang vom Camp
oben dann hier einfach draufstehen können. Das heißt, ich müsste dann so ein Plateau hier raufbauen. Mal gucken, ob das funktioniert. So sieht die Tür bis jetzt aus. Na klar, man muss jetzt hier noch ein bisschen rumfummeln. Also ist zu. Oh, ist das cool. Hammer. Hammer. Ja, dann noch ein paar Blätter holen und richtig zumachen, das Ding. Es sieht jetzt so aus, ich habe jetzt erstmal schön ganz viel Holz gesägt, die alle hier drauf gepackt. Mal gucken, wie es gleich von oben aussieht, aber ich muss jetzt noch ein bisschen dort reinpacken. Und dann kann man zu dritt hier schön drauf sitzen einfach und die Umgebung angucken von hier. Hier haben wir neue Ressourcen für die Abdichtung des Schelfs. Cool. Ja, was wir hier geschafft haben innerhalb von einem Tag, schon ordentlich. Ja, das müssen wir uns erstmal nachmachen. Ja, ist gut. Wir haben halt nur eigentlich Naturseile verwendet. Jetzt mussten wir ein bisschen Paracord nehmen, weil er eine Naturseile zu Hause hat liegen lassen. Zwei Packungen. Aber die werden auf jeden Fall ersetzt. Ja. Die jetzt hier gleich benutzt werden. Weil ich will das so gut wie es geht natürlich lassen. Plateau ist jetzt fertig. Hält richtig gut. So sieht es jetzt aus. Da ist Andi. Da ist die Astgabel. Damit? Genau, da können die Füße dann drauf. Perfekt. Ja, hält auf jeden Fall schon mal zwei Leute. Ja, dann der dritte rauf. Jetzt kommt der dritte. Da, drei Leute sind drauf und es hält. Noch? Ja, so jetzt schon. Ja. Jetzt noch einen kleinen Roomtour. Hier geht's rein. Guck das mal an, wie schön das ist. Richtig schön. Ja. Das war's beim Video. Shelter fertig, alle noch gesund. Es war ein anstrengendes Projekt. Es war ein gemeinsames Projekt. Auf jeden Fall, ja. Ohne die beiden würde das hier gar nicht stehen. Weil jeder hat unterschiedliche Erfahrungen mitgenommen und genau das zusammengemixt. Dann ist sowas rausgekommen. Hat mega Laune gemacht. Ja, richtig krass. Dankeschön. Gerne. Ich danke, krass hast du geschafft, ne? Ja, Mann. Schön, Mann. Gut durchgezogen. Ja. Sehr schön. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wenn man so in so einem Shelter sitzt und weiß, man hat es selber gebaut. Man isst dort, man schläft dort. Das ist schon wirklich sehr schön. Ja. Vor allem nachts, wenn das Lagerfeuer ist. Also Part 2 kommt vielleicht. Mal gucken, was alles kommt. Wir haben auf jeden Fall Ideen, was wir in dieser Richtung was machen. Haut rein. Tschüss. Schatz, bis heute später. Heute Abend, ich gehe jetzt arbeiten. Ja, Schatz! Mach die Tür zu! Ah, ja! Diese Tür zu. Die Kinder laufen raus! Ja, okay. So. Let's do it!